Ein neuer Tag ist angebrochen und ich bin den letzten Tag bzw. Vormittag hier in Podgorica. Ich habe mir gedacht, ich check mal diese angeblichen Niagara-Fälle aus, die es hier gibt. Ich bin gerade nur auf dem Weg, ich bin noch nicht mal da und ich bin jetzt schon mega überrascht, wie unglaublich schön die Landschaft hier ist. Ich glaube, da kommt gerade ein Auto, ich sollte mich mal verpissen. Und dann noch diese Straße, die ist ultra eng. Man kann es hier vielleicht so sehen, man hat hier echt nur eine Autobreite Platz und ich habe die ganze Zeit gehofft, dass mir Kinder entgegenkommt, ey. So, was ich jetzt versuche, ist hier ein kleines bisschen hochzuklettern. Vielleicht kriegen wir da ein paar bessere Bilder. Baby, falls wir uns nicht wiedersehen, es war schön mit dir zu fahren. Ich versuche jetzt da hoch zu klettern, damit ich diesen Ausblick genießen kann. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Ich habe ein bisschen Schiss, wenn ich ehrlich bin. Und auch Höhenangst. Egal. Wie sagt man so schön? Männer wie wir, die geben richtig Gas. Männer wie wir, die haben übel Spaß. Gibt's ja eigentlich Schlangen? Oh Gott, echt, das ist jetzt schon anstrengend. Alter, was mache ich hier? Jemand wie ich versucht hier einen Wandervlog zu machen und ich habe solche Schuhe an. Die Steine sind noch alle ziemlich locker, ne? Ich weiß noch nicht, ob ich der ganzen Sache hier vertrauen kann. Aber Hauptsache, eine Hand an der Kamera. Ich hätte mir vielleicht die GoPro auf den Kopf schneiden sollen. Das wären so Momente, wofür ich diese scheiß Kamera habe. Aber nein! Virgo möchte lieber mit seiner neuen Systemkamera. Oh mein Gott, das ist echt anstrengend. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt erlaubt ist. Ich weiß auch nicht, wie safe sowas ist. Das sieht ja alles schon nicht so safe aus. Nicht, dass das hier endet wie bei Hills Have Ice, wo ich irgendwo einbreche. Und dann plötzlich in so einer Grube bin. Komm schon, Bro. Du schaffst das, du kannst das. Ah! Oh, fuck. Das tut weh. Weg mit dem Ding. Weg mit dem Ding. Tag Nummer 2 meiner Montenegro-Reise. Ich habe es endlich geschafft, von Podgorica nach Tivat zu kommen. Und das war nicht ganz ohne Probleme. Also erstens war ich saumüde und zweitens gab es unterwegs mega viel Trouble, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, dass die Kamera nicht an war. Ich fange mal von vorne an. Also ich habe meinen Mietwagen ja auch dort abgegeben und bin von dort aus auch mit dem Bus weitergefahren. So. Der Bus war ziemlich angenehm, bis auf, dass es halt ein bisschen eng war. Kaum in Tivat angekommen, an der Hauptbusstation. Die Unterkunft zu Fuß ungefähr eine Stunde weg, mit dem Gepäck nicht so geil. Dann habe ich bei der zentralen Busstation in Tivat mit der Dame an der Rezeption gesprochen und meinte so, könnt ihr mir bitte sagen, ungefähr, wie ich da hinkomme? Mit Taxi, wenn ja, wo ist ein Taxi? Mit Bus, wenn ja, wo fährt der Bus? Wann fährt der Bus? Das Einzige, was sie gesagt hat, als ich ihr das Maps vor die Augen gelegt habe, und sie wohnt ja hier und es war wirklich nur eine Straße geradeaus, halt Richtung Norden so. Dann sagt sie zu mir, I don't know. Ich denke mir so, will die mich jetzt gerade verarschen? Dann habe ich zu ihr gesagt, okay, vielleicht ist es ja ein Kommunikationsproblem, ich spreche einfach nochmal mit ihr. Ich würde eigentlich nur gerne nach Norden, so wie es auf Maps aussieht. Nach Norden eine Straße, die super lang geht, nur nach oben. I don't know. I already told you. Die wohnt hier und sie arbeitet bei einer Info an der Busstation.
alles klar. Dann bin ich halt selbst losgehäutet, habe mir gedacht, gut, dann läufst du jetzt halt mit Gepäck eine Stunde, bevor du hier wartest und dann kommt vielleicht kein Bus in die Richtung. Hat mich dann ein Taxifahrer angehupt und meinte so, welche Richtung möchtest du? Und dann sage ich dort und dorthin, wie viel wird es ungefähr kosten? Bevor ich eingestiegen bin, ich bin ja nicht das erste Mal im Süden, er sagt zu mir, ja, so 2 bis 3 Euro. In seinem gebrochenen Englisch. Englisch konnte er nicht wirklich gut und andere Sprachen konnte ich ihn leider nicht anbieten. Bevor er mich abgeladen hat, als ich meinte, okay, how much is it? Weil er ja gesagt hat, 2 bis 3 Euro. Und dann dachte ich, nee, der wird schon 3 sagen, aber ich frage höflicherweise nochmal nach. Deniro. Und guckt in eine völlig andere Richtung. Ich dachte, er will mich verarschen. Da habe ich zu ihm gesagt, okay, now serious, how much? Deniro. So, dann habe ich zu ihm gesagt, you said 2 or 3 Euro. So, I'm giving you 4 Euro, because I feel bad for you, because you can't calculate your driving skills, I don't know, man. Dann schaut er mich an, ist übelst sauer, holt so eine Rechnung raus und sagt, naja, ich weiß ja jetzt, wo dein Hotel ist, dann schicke ich die Rechnung ans Hotel. Dann sage ich, mach, wir können auch gerne reingehen, weil du ja meine Sprache angeblich nicht so gut verstehst. Also Englisch ist jetzt nicht meine Sprache, aber sollte halt die Sprache sein, mit der man sich verständigt. Ne? Habe ich gesagt, komm, wir gehen rein ins Hotel, weil ich weiß, dass die Locals unter sich ganz anders wären und der dann sagen würde, bescheiß meinen Kunden nicht so. Das war mir so klar. Ich hatte auch keinen Bock drauf im Urlaub, ja, aber ich lass mich auch nicht verarschen. So, keep it, be a man, shut up and drive. Go ahead. Was macht der Typ? Der versucht meinen Koffer bei sich wieder hinten reinzupacken und das als Pfand so zu nehmen. Als er das probiert hat, habe ich ihm den Koffer aus der Hand gerissen und habe gesagt, der soll nochmal versuchen, die Klamotten anzufassen, habe mich davor gestellt. Dann ist er ins Auto, war übel sauer und ist davon gedüst. Richtig geil. Naja, wie dem auch sei, bin ich dann im Hotel angekommen und dann hatte ich plötzlich wieder gute Laune. Und ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, wo ich jetzt bin. Und jetzt lasse ich euch erstmal genießen. In meinen Augen werdet ihr jetzt erleben, wie das Ding hier aussieht. Das ist quasi die andere Seite hinter der Kamera, was ihr gerade nicht gesehen habt. Richtig, oder? So, und jetzt gehen wir mal in mein Hotelzimmer. Das Krasse ist übrigens auch diese Straße hier. Hier ballern die Leute mir teilweise 100 km/h lang. Also es ist gut, dass es hier Zebrastreifen gibt. Das ist quasi ein Privatanwesen von dem Kerl, mit dem ich hier gesprochen habe. Das ist sein Haus. Überkrass. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, weil dann werdet ihr sehen, die Roomtour hat noch einen richtig geilen Abschluss. Weil wenn wir oben sind, die Terrasse ist einfach Brecher. So, hier direkt Nummer 1 im Erdgeschoss. Ziemlich chilliges Zimmer. Wollen wir mal reinschauen. Ist zwar jetzt nicht so ein Schnäppchen wie das letzte Zimmer, was ich hatte, weil das, ja, ich habe meine Sachen natürlich schon reingeräumt, das ist jetzt keine sehr authentische, oh mein Gott, ist das erste Mal, dass ich in diesem Room bin, Tour. Ich würde aber sagen, das Ding sieht echt nice aus. Ja, wie gesagt, es hat jetzt keine 25 Euro gekostet wie das letzte Zimmer, aber ich glaube, es waren auch nur 40 oder 45 und dafür eine eigene Etage zu haben, das Bad ist übertrieben geil. Also hier kann man gar nicht meckern. Gucken, wie die Dusche aussieht. Boah, chillig, ich mag sowas. Nee, solche Duschen finde ich cool. Und jetzt zeige ich euch das Highlight, Leute. Das absolute Highlight ist oben. Passt mal auf. Bevor ich euch jetzt die Terrasse zeige, die auf jeden Fall extrem sehenswert ist. Ich habe mir jetzt noch einen Mietwagen geholt. Ich wollte es eigentlich nicht machen für einen halben Tag, aber ich habe mir jetzt doch noch einen holen lassen. Und mit dem werde ich dann quasi noch eine angrenzende Stadt erforschen. Kotor soll richtig krass sein. Und jetzt drehe ich euch mal um und zeige euch mal, wie diese Terrasse aussieht. Die ist einfach nur heftig. Tschüss. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gern ich hier meine Partys feiern würde und meine Videos drehen würde. Fuck! Zieht euch das bitte rein! Wow. Okay, wir fahren jetzt einmal von Tivat, da sind wir beim blauen Punkt, nach Kotor.
Es ist jetzt, glaube ich, kurz nach um 8. Und ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Erstens bin ich relativ früh ins Bett gefallen. Ich habe gestern so extrem lange gemacht und war nur unterwegs, dass ich einfach ins Bett gefallen bin und deswegen jetzt nicht mehr schlafen konnte, weil ich jetzt, glaube ich, 10 Stunden fast geschlafen habe. Aber der Grund, warum ich jetzt das Video mache, ist nicht nur, um euch guten Morgen zu sagen, sondern weil ich euch unbedingt von zwei Situationen erzählen muss, die mir gestern passiert sind. Kann einem aufhören mit Klopfen da unten? Und gestern war ich ja den ganzen Tag unterwegs und habe ultra coole Leute kennengelernt. Und genau das ist der Punkt, weil wenn man allein wegfährt, wenn man allein im Ausland ist, wenn man allein reist, dann lernt man einfach viel mehr Menschen kennen. So auch gestern. Erste Situation war gestern am Morgen, denn da war ich noch im Gebirge unterwegs und ein paar Eindrücke habe ich euch davon ja schon gezeigt. Und ich habe dort einen Finnen und eine Österreicherin getroffen. Beide schon, ich würde sagen, etwas über das mittlere Alter. Und man kommt natürlich schnell im Gespräch darauf, woher kommst du, was machst du, wie lange bleibst du, bla bla bla. Als die mir dann sagen, ja, wir bleiben so ein paar Monate hier, wir entdecken alles in Ruhe und schauen uns das an, wollen das unbedingt sehen. Da drüben ist noch eine Gruft, da wollen wir unbedingt rein und gucken, ob sie wirklich gibt. Richtige Entdecker, ja. Sowas wünsche ich mir in dem Alter auf jeden Fall. Als sie mich dann gefragt haben und ich sage so, naja, ich habe nur 10 Tage Urlaub. Ich mache eine kleine Rundreise, weil mich ein Freund auf ein Segelschiff eingeladen hat. Der wird mich in Montenegro abholen. Dann geht es weiter über Griechenland, in die Türkei. Und ich habe jetzt nur einen Tag gestern hier Zeit gehabt und einen Tag morgen in der Hafenstadt, wo ich ja jetzt bin. Und dann hat er mich sofort unterbrochen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht gecheckt, weil ich so voll im Redeflow war, ihr kennt mich ja, und meinte so zu mir, why you hurry so much? Und jetzt so einen Tag später und ein kleines bisschen die Nacht drüber nachgedacht, fängt der jetzt gerade echt an zu sägen? Ey, manche Leute haben Langeweile um so eine Uhrzeit, Alter. Habe ich endlich verstanden, was er damit wirklich meint. Der Typ hat vollkommen recht. Warum beeile ich mich so? Und da ist mir der... Alter, ist das dein Ernst da unten? Guck mal auf die Uhr, Junge. Halt, stopp! Das ist wie so ein Blitz in mir eingeschlagen. Weil warum muss man sich das ganze Leben immer beeilen? Warum muss man unbedingt das erfüllen? Warum muss man unbedingt das schaffen? Warum? Man sollte sich einfach, natürlich ist nicht alles möglich, natürlich braucht man irgendwo Kohle, natürlich muss man irgendwo doch Kompromisse machen, weil so einfach ist das Leben ja dann nicht, alles hinzuschmeißen. Obwohl man es wahrscheinlich schon könnte. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich denke definitiv drüber nach, was man ändern könnte, um sich mehr Zeit im Leben dafür zu nehmen, was einen wirklich glücklich macht. Und ich bin ehrlich, mich macht es extrem glücklich zu reisen. Mich macht es extrem glücklich, auch wenn es nur alle paar Jahre ist, weil ich halt immer so einen Stress und so eine Verpflichtung mir auferlegt habe. Dass das die Zeit ist, auch wenn es immer nur ein paar Tage oder Wochen leider sind, die mich richtig, richtig, richtig glücklich machen und mir zeigen, was ich wirklich will. Denn eigentlich würde ich mir wünschen, um die Welt zu reisen, meine YouTube-Videos zu machen, krasse Leute kennenzulernen, einen Unterschied zu machen, andere zu inspirieren, Leuten zu helfen. Ich kann gar nicht aufhören mit der Liste. Und da sind wir auch schon bei der zweiten Person, die ich kennengelernt habe. Denn gestern bin ich in der Stadt Kotor, in der ich ja die ganze Zeit unterwegs war und viele Bilder und Videos für euch gemacht habe, auf ein Restaurant gestoßen, was so inmitten des Labyrinths in Kotor auf dem Markt, würde ich es jetzt einfach mal nennen, welcher hoch zum absolut krassen Schloss auf dem Berg führt. Und da bin ich auf eine Pizzeria gestoßen. Natürlich habe ich gegoogelt bei TripAdvisor. Und TripAdvisor ist übrigens eine coole Seite. Schaut euch das mal an, wenn ihr selbst im Ausland seid. Gebt einfach ein Top Things to See oder Top Places to Visit. Keine Werbung, kein Product Placement an der Stelle, aber es hat mir geholfen, also kann ich es ja erwähnen. Und da habe ich eine Pizzeria gefunden. Pizzeria Pronto. Die hatten so Slices, die waren einfach so riesig. Ist krass, aber ich habe dann noch eine ganze Pizza genommen. Es hatte irgendwie was von einem Schnellimbiss so ein bisschen, weil das halt so klein war. Gab nur 5 Tische und die waren alle voll. Und dann kam ich an einen Tisch, wo halt vielleicht 6 Leute dran gepasst und habe den kompletten Tisch für mich alleine gehabt. Habe mich schon schuldig gefühlt, aber naja. 20 Minuten später, so meine Pizza kommt gerade, setzt sich ein Typ neben mich und fragt so, okay, Sir, is it okay to sit here? Und ich sagte ihm, yeah, sure, why not? Und wir sind sofort ins Gespräch gekommen. Dann habe ich ihn gefragt und sagt so, was machst du hier? Und er so, ich reise ein bisschen um die Welt. What? Genau in dem Punkt, wo ich darüber nachgedacht habe, ist es kein Scheiß, ein paar Minuten vorher, ich setze mich hin, denke mir so, eigentlich ist es voll geil, auch alleine zu reisen. So. Natürlich ist Glück nur echt, wenn man es teilt, das stimmt tatsächlich. Also auf Dauer würde ich es dann schon schöner finden, wenn jemand dabei ist an deiner Seite. So. Aber ich sage euch ganz ehrlich, so, man bereut es trotzdem nicht. Und es gibt ganz oft Momente, wo es echt cool ist, allein zu sein, weil sonst sowas nicht entstehen würde. Ja, wie dem auch sei, er setzt sich neben mich, wir kommen ein bisschen ins Gespräch. Er sagt, er kommt eigentlich aus den Staaten. Officially, I come from the United States, but I don't like the status or that you have to belong to somewhere. Und das fand ich halt richtig cool so, dass er halt gesagt hat, ihm sind gesellschaftliche Normen egal, ihm ist eigentlich egal, wo man herkommt, denn wichtig ist wirklich,
wo ist dein Herz zu Hause? Das ist wichtig. So, und selbst wenn es unterwegs ist, auf der Straße oder beim Reisen so, überkrass, das war wie so ein Ebenbild von mir, der sich da hinsetzt und mir einfach sagt, Alex, mach, mach. Ja, und dann sind wir auf meinen YouTube-Kanal gekommen. Wir dann von Träumen und Ängsten gesprochen haben, was passiert, wenn es wirklich durchbricht, was passiert, wenn man wirklich richtig erfolgreich damit ist, was passiert, wenn man das Fulltime machen kann. Und zum Schluss, nachdem wir alles ausgewertet haben und nachdem ich ewig über mich selbst reflektieren konnte und er einfach so zugehört hat, das war so ein, ich weiß nicht, Alter, das kann kein Zufall gewesen sein, denkt man sich in solchen Situationen eigentlich. Das kann kein Zufall gewesen sein, ey. Im Endeffekt haben wir E-Mail-Adressen ausgetauscht und wollen auf E-Mail und Facebook quasi in Kontakt bleiben. Da ist mir wieder bewusst geworden, Leute, wenn ihr von irgendwas träumt, Alter, zieht es einfach durch. Natürlich gibt es irgendwo immer Kompromisse, aber ihr würdet bereuen, wenn ihr es nicht probiert oder wenn ihr nicht das macht, was ihr eigentlich liebt, was ihr eigentlich braucht, weil irgendwann kommt alles auf euch zurück und irgendwann seid ihr einfach nur super unzufrieden, super unglücklich und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Und es könnte sein, dass er das schon ist. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich schau mal. Oh mein Gott! Hier noch einen Weg gefunden, was so abseits der Straße so ein bisschen war. Ich habe hier unten geparkt. Das sieht einfach mal aus wie so ein übelstes. Was war das mal? Das ist auf jeden Fall echt riesig. Ich habe ein bisschen Schiss, weil es jetzt schon nach 18 Uhr ist und langsam die Dämmerung einsetzt. Alter, guckt euch das mal bitte an. Echt, das ist wirklich voll krass. Das krieg ich hier alle 10 Minuten Gänsehaut. Ich habe nur ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen, weil A, liegt hier übelst viel Müll rum. Zweitens sieht es verlassen aus. Und wie man im Hintergrund schon hört, Hunde, hier gibt es übelst viele Streuner. Richtig viele. Soll ich da jetzt hochgehen? Ich weiß nicht, ob ich da hochgehen soll. Kacke. Ach komm, ich mach's einfach. Okay, war noch jemand am Arbeiten heute? Näher. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Alter, was ist hier los? Alter, das klingt nicht normal, Leute. Tiere. Da ist ein Schwein im Käfig. What the fuck? What the fuck? Nur weg hier. Alter, ich glaube, die halten da irgendwelche Tiere und quälen die. Oh mein Gott. Was zur Hölle war das? Jetzt mal ganz ehrlich. Ey, ich wäre gerne weitergegangen, aber... Alter, was war das? Ohne Scheiß jetzt.